Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Bautschmidt-Show mit Antrag und Neu. Und was haben wir denn hier? Ich fand das sehr, sehr schön. Ein knatschgelbes, also wenn das Bier aus den 70er Jahren entsprungen war. So sieht's aus, so, ja. So ein bisschen, ne? Ich kann mich erinnern, das Kind sah so aus. Ja, irgendwie die ganze Kindheit sah so aus, ne? Frigeo Brause und alles so. Und ich fand den Namen so toll. Helles Vollbier. Keine Literflaschen gefunden. Gab es ja früher auch immer, ne? Ja, aber das war noch vor meiner Zeit, also vor meiner aktiven Trinkzeit. Echt? Ach so, ja. Naja gut, du kommst ja aus der Provinz, aus dem Saarland, haben die Bergleute das immer noch getrunken. Ne? Helles Vollbier, da habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich auch Halbbier oder Viertelbier? Oder heißt das Vollbier, weil man voll davon wird? Ich habe es mal nachgelesen, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es... Vollbier fand ich auf jeden Fall klasse und es passt zur heutigen Folge, in die wir mit Volldampf gehen und in der auch mit Volldampf, obwohl das nicht ganz stimmt, das sind alles... Elektro- und Dieselzüge. Ja, es geht ums Thema Züge, Zugfahren. Ja, immer wieder eine Leidenschaft von Harald Schmidt und mir in der Harald Schmidt Show. Ne? Also es gibt Straßenbahnfahrten, es gibt ICE-Fahrten mit Haltepunkt Köln, Mülheim, Studio, Harald Schmidt Show. Aber kommen wir auch noch dazu. Ja, ja, also Zug oder so war immer so ein bisschen Thema. Ne? Zug war immer Thema, weil natürlich irgendwie... Also ich sowieso, weil ich ja erst mit 45 meinen Führerschein gemacht habe. Das heißt, zu Zeiten der Harald Schmidt Show war ich ausschließlich Bahnfahrer. Und Harald hat aber auch, also ich meine, der ist ja wahnsinnig oft nach Stuttgart, als seine Eltern noch lebten. Und damals lebten sie ja noch und das hat er alles nicht mit dem Auto gemacht. Viel zu anstrengend, alles immer mit ICE, vor allem als die Schnellstrecke da war. Deswegen immer große Zugaffinität. Und wir reden heute über die Aktion, wir haben den Nürtinger Bahnhof. Ja, super Aktion. Mal gucken. Ich bin ja, manchmal macht es der Kollege Neu ja ganz einfach. Ne? Das ist dann so eine Aktion wie, sagen wir mal, Antragskommission oder ne, Kinderspielplatz. Und dann gebe ich ihm so die Ausschnitte, ne, wie die ich gerne hören würde. Und dann macht er die Ausschnitte. Und wenn ich dann sage, irgendwie, und hast die ganze Aktion gehört? Nö. Erzählst du mir ja sowieso. Ja, ja, ne? Das ist ja schon raus, ne? Ach so, das ist ja gar nicht mehr spannend für dich, meinst du? Naja. Gut, aber diesmal habe ich dich gebeten, das komplett dir anzugucken. Ja, ich kann das auch schon mal spoilern. Warum? Weil ich finde die Aktion echt, die ist in die Hose gegangen. Findest du? Finde ich. Zum Ende hin? Nee, zum Ende hin gerade nicht. Aber bis die... Ja, finde ich. Also gut, dann fangen wir mal an. Ich fand es total lustig. Ehrlich? Ja. Wirklich? Ja. Oder einfach nur... Nee, im Ernst jetzt. Also es war meine Idee, glaube ja, ich, weiß gut, ich nicht. Na gut, ich sag mal, es ging ein bisschen schleppend los, aber dennoch fand ich es lustig. Es ging ein bisschen schleppend los? Mhm. Ja, die ersten 18 Minuten gingen schleppend los und nach 20 Minuten war es vorbei. Kann auch die sein, dass ich in der dritten Minute eingeschlafen bin und wieder bei 16 weitergeguckt habe. Nee. Du fandest lustig? Ich fand es lustig. Gut. Also, was haben wir da gemacht? Ganz einfach, wir haben im Prinzip eine riesige Modelleisenbahnanlage aufgebaut und sehr, sehr... maßstabsgetreu und originalgetreu die Situation am Bahnhof von Nürtingen dargestellt, die gar nicht so langweilig der ist. Wie sie, ne? Ja, aber immerhin. Also es ist ein es ist eine eigene Strecke, zweigt da ab nach Neuffen und es halten da schon eine Menge Züge auf dem Weg von Stuttgart nach Reutlingen, Tübingen und ja. Und da haben wir einiges nachgestellt. Da muss man erstmal sagen, nee, fangen wir mal an mit dem Ende. Weil, das haben wir jetzt irgendwie per Ausschnitte nicht da, wir haben ja diese wahnsinnige Modelleisenbahn gebaut mit tierischem Aufwand. Ja, wirklich auch mit tierischem Geldaufwand, auch die einzelne, er hatte immer einzelne Situationen dargestellt, genau, das war ja immer das im Prinzip vorbereitet. Also im Prinzip so eine Art Playmobil-Aktion, wo ja auch immer alles ganz genau vorbereitet ist, wo man vorher weiß, von Harald, was für Geschichten möchte er erzählen über seine Heimatstadt. Und dann eben in wochenlanger Arbeit, auch mit hier Material, Häuschen hier und Schienen da und noch eine extra Weiche, alles wirklich liebevoll gebaut. So, und am Ende, und das haben wir dann auch in den Shows danach immer wieder angekündigt, haben wir gesagt, für einen guten Zweck, ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber es war jetzt nicht irgendwie für unsere Kaffeekasse, sondern wirklich ein guter Zweck, für einen guten Zweck versteigern wir jetzt diese Modelleisenbahnanlage auf eBay. Ja.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was passiert mit solchen Sachen überhaupt? Naja, aber dann normalerweise werden die weggeschmissen oder, keine Ahnung, bei so einer Playmobil-Aktion, das wird dann aufgehoben und aus Karl Marx wird dann Lenin irgendwann. Ne? Also das kann man dann nochmal umschnitzen, übermalen, wie auch immer. Also was man recyceln konnte, hat man aufgehoben, was nicht, hat man weggeschmissen, weil dafür ja auch gar nicht mehr der Platz war, das alles aufzuheben. Aber wie gesagt, der Modelleisenbahn war klar, wir brauchen die nicht, die Nummer ist jetzt gelaufen, was machen wir damit? So, ne? Und dann haben wir die über eBay versteigert. Und haben das auch dokumentiert in der Show und Harald war wirklich wie ein kleines Kind stolz wie Oscar, dass das irgendwie 12.000 Euro eingebracht hat. Und also es war auf jeden Fall fünfstellig, ein kleiner fünfstelliger Betrag. Und als wir dann diese Arschlöcher, die da geboten haben, angeschrieben haben, haben die alle zurückgezogen. Nee. Aber wirklich alle. Keiner hat es gekauft. Keiner hat es gekauft. Okay. So nach dem Motto, ja, war ein Scherz. Ha, 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 ha. Ihr seid doch eine Satire-Sendung. Und dann haben sie wirklich Rechtsanwalt angerufen und eBay. Und eBay sah nur so, oh, pff, ne, wir sind ja nur der Mittler. Ja, geht es wirklich so einfach, ja? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es ja eBay genau deswegen seitdem ihre Regeln geändert. Auf jeden Fall hat sich dann am Ende die Deutsche Bahn erbarmt. Und hat nicht nur gesagt, wir nehmen es, sondern hat da auch, keine Ahnung, 6.000 Euro, glaube ich, für bezahlt. Ne? Und hat das dann tatsächlich jahrelang, ich habe es leider nie live vor Ort gesehen, ich war jetzt noch Ende letzten Jahres, Anfang Dezember, am 1. Dezember war ich in Nürtingen, da hatte ich eine Veranstaltung. Und dann habe ich extra im Bahnhof nachgeguckt, ob es diese Anlage noch gibt. Also dort war sie ausgestellt? Die war im Bahnhof ausgestellt. Das heißt, das war dann so ein extra Raum, der nicht 24 Stunden auf hatte, aber der während der Schalter auf hatte. Da gibt es auch heutzutage immer noch einen Schalter, also wirklich einen Riesenbahnhof. Ja. Und da konnte man diese, wie das ja früher in den größeren Bahnhöfen gab es auch immer eine Modelleisenbahnanlage. Da hast du eine Mark, irgendwie so, genau. Ne? Genau. Da hast du so pseudomäßig das regeln können, was natürlich eine Fake war. Ja. Und konntest dir dann aussuchen, wählst du den TEE, den Nahverkehrszug oder den Güterzug. Ne? Und dann, also ich fand das immer klasse. So, und nach dieser Art hat die Deutsche Bahn in Nürtingen, ja, weiß ich nicht, Leitstelle Stuttgart Süd, das aufgekauft. Also immerhin, danke Deutsche Bahn, ihr wart schon immer spitze. So. Wir hören einfach mal rein. Es ging natürlich, weil diese Modelleisenbahnanlage nicht nur, dass zwei große Jungs jetzt da ein bisschen Eisenbahn spielen, tuff, tuff, tuff die Eisenbahn, sondern eben um einige schöne Stories aus Haralds Jugend zu platzieren. Zum Beispiel die Nummer mit den 14-jährigen Flittchen. Es hieß damals, die macht's mit Ausländern. Würde man heute natürlich sofort sagen, Moment, das will ich nicht mehr hören, diesen Satz. Ja? Aber man muss natürlich sagen, dass der Dialekt hier kräftiger ist als dies. Das, was ich erzählt habe, war so mehr Beamtensprache. Man hat auch nicht gesagt, die hatte häufig wechselnde Geschlechtspartner, sondern hat die letzte noch wie Dwefzke. Sie lässt sie an sich heran wie die Wespen. Wenn die Elle draußen hätte, was sie drin hätte, dann wäre es ein Igel. Wenn die alles draußen get hat, was sie in get hat, wäre es ein Igel. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, aber guck mal, selbst da hast du diese Selbstreflexivität, dass er sagt, dass diesen Satz könnte man ja heute nicht mehr bringen. Nee, stimmt. Ja? Ja. Ne? Also das hab war ich, ja immerhin von 2001. Natürlich gab es da irgendwie bei uns auch eine größere Sensibilität, aber natürlich, indem man Geschichten von früher erzählt hat, darum ging es ja auch in dieser Folge, unsere erste Podcast-Folge übrigens, ja, er hat Neger gesagt, ne? Ging es ja auch darum, dass man... Unsere erste Podcast-Folge hieß, da muss ich jetzt leider korrigieren, die hieß Schnee. Der hat natürlich Schnee. Er hat Neger gesagt, Gott. War Folge 3, aber... Also ich soll... Ey, hast du die alle aus... Ich habe die auswendig gelernt, ja. Ehrlich? Ja. Damit kannst du bei Wetten, dass auftreten, falls es noch Wetten, dass... Gäbe. Vielleicht kommt es ja nochmal. Gäbe. Vielleicht nochmal. Mike Neu aus den USA, aus Baltimore? Keine Ahnung. Wo kommst du eigentlich her? Ja, genau. Ne, Baseballtrainer auf jeden Fall. Wettet, dass er alle About Schmidt 30 About Schmidt Shows auswendig nennen kann. Ja, bis dahin sind es ja dann, weiß ich nicht, genau, so. 150. Zurück zum Bahnhof. Zurück zum Bahnhof. Nochmal natürlich, wer hat das alles gebaut?
Genau. Das war unsere Requisitenabteilung, die, glaube ich, für solche Aktionen sogar mit, keine Ahnung, Studentenkräften aufgestockt wurde. Aber hauptamtlich war da natürlich dann Sven für zuständig. Ja, der auch schon mal nackt durch die Kulisse gelaufen ist. Bekannt dafür, dass er eine Zeit lang Harald das Glas Wasser gebracht hat. Ne? Der scharfe Sven. Ja? Genau. Also wenn man dem irgendwie 500 Mack in die Hand gedrückt hat, damals waren es sogar schon Euro, dann hat er halt hat er blank gezogen und dann ging es ab. Ja. Und er hat aber seinen normalen Requisitenjob gemacht, sehr gut gemacht. Und der hat eben diese ganzen Playmobil-Aktionen vorbereitet. Ne, da hat er so ein Händchen für kleine Requisiten. Es gab ja dann noch Außenrequisite, wenn du jetzt ein Auto besorgen musst. Ne, das hat natürlich nicht Sven besorgt, sondern dann eben der Außenrequisiteur. Ja, und da hat er eben Vorgaben bekommen und hat das alles, also Minimum 6 Wochen hat er dafür gebraucht. Weißt du eigentlich, warum vielleicht ich die Aktion nicht mag? Weil ich da so wirklich wie so ein kleiner, überforderter Jungenassistent-Tölpel rumstehe. Ja, also es ist so, also so der Streber, ne? Was nehmen wir denn jetzt mal für einen Zug? Wir nehmen den 651 von Tübingen. Ja, Manuel, setzen. Genau. Gleich gibt es Klassenkeile, ja, für diese vorlaute Streberscheiße. Ne? Und dann das Schlimmste ist, ich kann es ja noch nicht mal. Ja, also ich meine, ich habe das natürlich schon öfters gesagt, ja, ich sehe diese ganzen Aktionen, über die wir hier bei About Schmidt Show reden, die sehe ich ja das erste Mal im Zweifelsfall. Ja, du hast nie eine Show angeguckt? Ich habe nie eine Show angeguckt, ich habe immer, wenn ich beim Rumseppen, meistens war ich im Bett. Aber Harald Schmidt hat immer. Harald Schmidt hat immer jeden Abend geguckt. Jeden Abend. Aber der brauchte das ja halt, als das war ja für den, als wenn er in den Spiegel guckt. Ne? Das ist ein bisschen, ein bisschen krankhaft ist das schon, ne? Da äußere ich mich nicht zu. Nee, das ist einfach, das war professionelle Selbstkontrolle. Okay. Ja? Außerdem konnte er dann immer sagen, das ist ein Spruch, den wir auch von David Letterman übernommen haben, it's always different at home. Mhm. Ja, bedeutete eine Show, die wir vielleicht, weil das Publikum nicht so reagiert hat, ne, weil es nicht so viel Lacher gab, die wir im Studio als eher enttäuschend wahrgenommen haben, war, Entschuldigung, ich muss was trinken. Ja. Also eine Show, die wir subjektiv im Studio, während wir sie gemacht haben, als eher enttäuschend erlebt haben, war dann oft, wenn du sie abends geguckt hast, richtig geil. Lustig. Richtig geil. Ja, vielleicht also geht es ja auch mit dem Zug jetzt so. Ich fand, ja, nee, aber meinst du, ich soll es noch 5-mal gucken? Guck's nochmal. mal sehen. So, und genauso, ja, wie so eine Aktion wie Kindergarten, Kinderspielplatz oder Vergleichbares. Ich habe das noch nie gesehen. Also ich habe das jetzt das erste Mal gesehen. Und ich finde dann, bei vielen Aktionen wundere ich mich, dass ich doch irgendwie sehr selbstbewusst bin und auch vielleicht den einen oder anderen Spontanscherz, den ich auch 2023 oder 2024 immer noch lustig finde, raushaue. Aber da, das ist ja grauenhaft. Ich kriege ja noch nicht mal die Züge in Bewegung. Kannst du mal anschieben. Ja, das war doch das Lustige. Ach so. Ich fand's sehr unter... Also es war für mich sehr kurzweilig. Gott. Vielleicht siehst du es ja heute auch anders. Du bist ja älter geworden, ne? Ja, du meinst, das war mein... du bist immer noch bereit, dieses Kind in dir, genau, sagt... Das ist noch geblieben bei mir. Ja, verstehe. Ja, du bist noch keine 50, ne? Nee, knapp dran. Ja, das ist immer, ja, aber ich schon. Ich bin schon also, knapp drüber. Na, ja, genau, knapp drüber, ganz knapp drüber. Wir hören noch mal rein, eine sehr, sehr schöne Situation, aber auch das finde ich so ein bisschen konstruiert, diese Sachen, ja, da verpassen sich, die Tochter steigt schon in den Zug und die Mutter bleibt am Bahnsteig zurück, wir hören noch mal. Ja, die hat die Treppe nicht geschafft. Und diese Geschichten hat... Du hast es ja wirklich geguckt. Ja, klar. Diese Geschichten, die hat sich Harald selbst überlegt. Da wurde es irgendwie zusammengearbeitet oder... Nein. Du wusstest vorher auch nicht nochmal? Nein. Die Tochter steigt in Wendlingen wieder aus. Ja. Und fährt mit dem nächsten Zug zurück nach Nürtingen, während die Mutter von einem super hilfsbereiten jungen Bahnbeamten zum nächsten Zug gebracht wurde. Ja. Und in den Zug nach Stuttgart steigt,
mit dem Glauben, die Tochter wartet in Stuttgart auf dem Bahnhof. Und können wir das mal sagen, wenn Mutter und Tochter in den Zügen aneinander vorbeifahren? Ja. Ist das technisch möglich? Ja, dann ja. Ja. Ziemlich unwahrscheinliche Geschichte, aber ich will mal sehen, ob es hinkriegt. Was? Ich will mal sehen, ob es hinkriegt. Ziemlich unwahrscheinlich. Ich will mal gucken, ob er es hinkriegt. Der hat es natürlich nicht hingekriegt. Da übrigens, das kann so ein Fall sein, wo wir vielleicht transportiere ich jetzt immer noch, wie lange ist das her, 22 Jahre später, dieses Gefühl, das wir damals schon hatten, das war misslungen. Weiß auch warum. Weil wir hören jetzt so ein paar Publikumslacher. Das konnte aber sein, wir hatten ja knapp 200 Leute im Publikum, dass wir die während der Show kaum gehört haben. Mhm. Weil wir hatten ja über dem Publikum, keine Ahnung, ohne Übertreibung, eher 25 als 20 Mikros. Ganz feine Stabmikros, die über den Leuten, also das heißt, da mussten nur drei ein bisschen schmunzeln. Und du hast, wir haben ja nie angeklatscht oder so ein Schwachsinn oder angelacht, ne? Jetzt bitte, ha, ha, oder Lache eingespielt. Ne? Aber ich habe gehört, es gab Anfang der Sendung, gab es doch so einen Anklatscher, Antreiber. Nein. Nee? Nein. Es gab nur, wo hast du es gehört? Wer erzählt sowas? Nein, was es gab, es gab ein Warm-up. Das gibt es ja immer bei Sendungen, oder? Genau. Ist das, genau. Ja, das gibt es sogar bei Talksendungen wie Hard Aber Fair. Das ist ja... ganz genau. Ne? Damit irgendwie das Publikum nicht nur da sitzt wie amorphe Masse, sondern sich beteiligt. Ne? So wie ich immer hier. Wir müssen noch ein Warm-up machen hier. Wir müssen noch ein Warm-up machen. Ja, Warm-up hat immer Thomas Schmidt, genannt Schmitti, gemacht. Über den wird in der nächsten Folge auch noch zu reden sein. Da kam dann immer zu dem Warm-up auch noch Harald Schmidt dazu und die hatten dann, das lief jedes Mal gleich ab, ne? Gleich wird es lustig, lustig, lustig und sie finden es toll, ne? So ungefähr, ja. So. Aber manchmal hat es halt einfach nicht geklappt. Also ich meine, wir haben schon darauf geachtet, dass das Publikum vor der Show auch was zu trinken bekommt. Also es gab nicht kostenlos was zu saufen. Freibier für alle. Nein. Auch das wurde nicht forciert, aber ich meine, wer vorher 10 Kölsch trinken wollte, konnte das machen. Super. Ne, wir hatten da eine richtige Bar und eine Theke am Zuschauerempfang. Und das hilft natürlich manchmal, ne? Dass man irgendwie so ein bisschen locker, ne? Ja. Also hast du was getrunken, als du die Nummer gesehen hast? Warum denn? Nein, hast du was getrunken? Nee. Nicht? Nee. Ich nämlich nicht. Ich muss überlegen. Also als ich jetzt dafür die Folge recherchiert habe, ich mache das meistens im Zug, so, ne? Lange Fahrten aus dem Saarland, an der Saar, an der Mosel, am Rhein bis Köln. Ne? Da kriegt man einiges. Regionalexpress und los Regionalexpress, geht's, ne? Morgens um 6, genau. Da haben wir wieder das Thema. Ne? Und ich finde, also dafür, was das für ein Aufwand war, das hat ja auch eine Menge Geld gekostet. Dann musste unser Technikmeister, der Anestis, der musste gucken, dass er natürlich diese kleinen Kameras findet, ne, wo man ja, waren ja auf den, war im Zug drin, auf den Zügen, es war, gab es noch so Perspektive, genau, aus der Vorspektive, ja, genau, wie das dann, ich meine, das war den größten Applaus bei der ganzen Nummer gab es ja, als der Regionalexpress das Teleszykle gejagt hat, ne? Komm, lass die mal jagen, weil Harald irgendwie, ich finde, er hat dann auch irgendwie so das vermittelt nach dem Motto, so richtig klappt es nicht und im Endeffekt hat die ganze Nummer nur dazu gedient, keine Ahnung, fast eine halbe Stunde lang, um am Ende diese geile Story rauszuhauen über seinen Tick, wo er zum Arzt musste. Genau. Das ist natürlich richtig lustig. Genau. Und das ist etwas, was er vorher auch noch nie erzählt hat. Ich glaube, das haben wir auch als Ausschnitt, ne? Ja. Ich habe schon gesagt, ich bin ja auch mal zum Test gefahren in die Kinderpsychiatrie nach Tübingen, weil ich als Kind immer so Ticks hatte. Und das ist für Eltern natürlich entsetzlich. Weißt du, wie war die Mathearbeit? Okay. Habt ihr Englisch schon rausgekriegt? Und ich wollte aber ja sagen, war der Tick. Ja? Und dann musste ich in die Kinderpsychiatrie zu so einem Test, wo man die ganze Familie als Tiere malen musste. Da war meine Familie dann beleidigt, als sie Tiere gesehen haben. Ja, Top-Nummer. Aber ich sag mal,
dafür hättest du nicht diese Modelleisenbahn bauen müssen. Nee, im Prinzip ja? nicht. Aber. Also es hätte, also wenn man jetzt irgendwie ein bisschen Aufwand, ich glaube, es wäre genauso gut gewesen, 20 Fotos aus Nürtingen, die in den 70ern gemacht wurden, zu zeigen. Ja, wie kommt man überhaupt, sagst du, glaubt deine Idee, wie kommt man überhaupt drauf? Steht man morgens auf und sagt, Mensch, jetzt baue ich den Bahnhof von Nürtingen nach. Ne? Im Zweifelsfall beim Wandern. Beim Wandern. Ja, sehr, sehr viele Ideen zur Harald-Schmidt-Show. Übrigens, ich habe heute kein einziges Mal auf den Tisch gehauen bisher. Stimmt, ich pass auf, ich habe eine gelbe Karte im Sack. Ah, im Sack hast du die. Sack. Im Sack hast du eine gelbe Karte, diese Baseball-Trainer. Genau. Der Mike, der Neue, der, ja. Nein, also bei der weiß ich nicht, aber ich fand jetzt, vielleicht habe ich ja auch so eine Modelleisenbahnanlage in irgendeinem Bahnhof mal gesehen und dachte mir, das warum ist nicht? Das ist es. Vielleicht hätten wir auch mal Stuttgart bauen sollen, dann wäre es noch ein bisschen mehr Modelleisenbahn-Feeling gewesen. Aber Nürtingen war eigentlich schon von der Grundidee. Und ich glaube im Nachhinein, also als ich es gesehen habe, hatte ich nur gedacht, das sind so Aktionen, von denen man nicht viel erwartet. Also auch wir in der Vorbereitung, wir wechseln jetzt die Winterreifen an Helmuts Porsche. Ja. Die werden dann aber gnadenlos lustig, weil natürlich auch irgendwie da Harald echt Improvisationstalent zeigen muss, um eine eigentlich überhaupt nicht lustige Aktion lustig zu machen, was meiner Meinung nach in 100% der Fällen gelingt. Aber das war so eine Aktion, wo wir selber so, boah, und dann auch eine Woche vorher, oh, nächste Woche machen wir Nürtinger Bahnhof. Also alle Leute so, oh, der Nürtinger Bahnhof. Aber ich glaube, es fanden schon viele Zuschauer lustig. Ja, es wird immer wieder erwähnt, genau, auch bei den Wünschen, was wir mal machen sollten, haben wir jetzt gemacht. Also, vielleicht guckst du mir wirklich nochmal an. Ja, guck noch ein, zwei Mal. Ja, genau. Aber das mit den Ticks, das müsst ihr euch... Das ist so eine Mischung aus Donald Duck und weiß ich nicht, Fix und Foxy und sämtliche Comicfiguren, die Harald Schmidt nachmachen konnte. Also guckt es euch auf jeden Fall nochmal an. Nürtinger Bahnhof findet ihr bei YouTube. Immerhin eine Dreiviertelmillion, also 750.000 Klicks. Ja, siehst du? Also doch, ist schon irgendwie eine sehr beliebte Aktion. Ja, vielleicht wollen die Leute ja auch einfach masochistisch sich nochmal diesen Quatsch angucken. Ja, genau. Oder einen verzweifelten Manuel Antrag. Ja. Nächste Woche geht's um Peter-Rütten-Clips. Bis dann. Tschüss. Ciao.